Hi, hier ist Chris Görkle, Mitbegründer von Gitter Masterplan. Und in diesem Video geht es um ein Konzept, nämlich das Beenden von Phrasen. Das Wichtigste für einen Zuhörer ist immer der Anfang und das Ende einer Phrase. Eine Phrase kann jetzt sein, ein Ausschnitt von einem Solo oder ein einstudierter Lick oder ein Ablauf, ein technischer Ablauf. Und dass das Ganze auch nach Musik klingt und nicht nach einer technischen Übung, da müssen wir schauen, wie man das Ganze angenehm abschließen kann. Und darum geht's. So ein Beispiel wäre, wenn man jetzt irgendwas Schnelles, Einstudiertes hat und das auf und ab übt, aber dann eigentlich nicht weiß, wie beendet man es, wie integriert man das in einer Improvisation oder so. Klingt dann nicht wirklich gut und man muss sich überlegen, wie beende ich das Ganze. Und da wäre zum Beispiel Vibrato eine Möglichkeit, ich gehe mal näher an die Kamera. Und zwar, wenn man muss sich einfallen lassen, wie beende ich das Ganze? Oder so ein Ablauf. Und der erste Step wäre eben ein gutes Vibrato, wie es zum Beispiel eben auch Sänger haben oder nutzen. Natürlich auch Slides oder so. Und eben das Abschließen funktioniert ideal mit einem Vibrato oder vielleicht vorher ein Bending und dann das Vibrato. Und wie kannst du das Ganze am besten trainieren? Und zwar, du gehört hast vielleicht, ich habe sehr gerne diese Halbton-Vibratos zum Abschluss. Das heißt, das Vibrato hat einen Umfang von einem halben Ton oder einen Halbtonschritt, das wäre mehr oder weniger von einem Bund zum anderen. Und da ist die erste Übung und die machen wir auf der B-Seite, der zweiten Seite im 12. Bund. Sagen wir, diesen Ton möchte ich ein Vibrato geben. Wie kann man schön trainieren? Und zwar vom 12. auf den 13. Mal gehen, damit man diesen Halbtonunterschied hört. Kann man auch zum Beispiel mit Hämmer und Pull-Off spielen. Und jetzt kannst du das Ganze imitieren, dieses in dem Fall fast kleine Bending, bevor es zum richtigen Vibrato wird. Das ist ein reines Bending momentan. Das Ganze kann man mit allen Fingern oder sollte man mit allen Fingern der Greifhand machen. Das war der Zeigefinger. Nächster Finger. Dann mit dem dritten Finger. Kleiner Finger. Ich habe ziemlich viel Gain-Verzerrung drinnen. Darum ist es wichtig, dass man die Nebengeräusche abdämpft. In dem Fall macht das bei den oberen Seiten der Daumen, der hier auf den Seiten, die nicht gespielt werden, oben aufliegt.
wenn du jetzt schaust auf den Daumen meiner Schlaghand, und die hohe E-Seite, die auch nicht klingen soll, die dämpfe ich ein bisschen mit den Fingern ab. Somit kann hier dann nichts klingen und schwingen. Ist besonders wichtig, wenn man ein weites Vibrato macht. Und diese Technik kann man natürlich überall am Griffbrett üben. Ganz egal welche Lage, zum Beispiel jetzt am fünften Bund auf der G-Seite hätten wir das gleiche Konzept, wenn wir jetzt ein Halbton-Bending machen wollen zwischen fünften und sechsten Bund. Die Bewegung kommt übrigens komplett aus dem Handgelenk, das heißt, das ziehen jetzt nicht so die Finger rauf und runter, sondern Finger bleiben steif und die Bewegung kommt aus dem Handgelenk. Man kann sich so vorstellen. Und so kannst du natürlich dann schön Licks und Phrasen abschließen. Und so klingen dann die Übungen ordentlich abgeschlossen, auch für den Zuhörer interessant. Und ich denke, die werden dein Spiel ordentlich aufwerten. Wenn du mehr darüber erfahren willst, dieses ganze Thema Phrasing und so weiter, behandeln wir in unserem eigenen Programm dafür, Phrasing Control, wo es nur um die Phrasierung geht auf der Gitarre. Und ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen. Wenn wir mehr in diese Richtung machen sollen, dann schreib es gerne in die Kommentare rein. Ansonsten gib gerne einen Daumen nach oben. Und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, rock on!